Halli, hallo Leute, willkommen zur Karte der Woche. Heute mit einer Tech-Karte, die ihr beispielsweise im Altergeist-Deck spielen könntet. Und zwar geht's um die hier, den Schweigsamen Magier. Ein Hexermonster mit 1000 Angriffspunkten, 1000 Verteidigungspunkten, Stufe 4, ein Lichtmonster ist es und ein richtig geniales Artwork, wie ich finde. Folgender Effekt. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du ein Monster vom Typ Hexer als Tribut anbietest und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Diese Karte erhält 500 Angriffspunkte für jede Karte in deiner Hand. Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird. Du kannst die Aktivierung annullieren. Falls diese Karte durch Kampf zerstört wird und oder falls diese Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört wird, du kannst einen schweigsamen Magier, ein schweigsames Magier-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören, außer schweigsamer Magier, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Also ihr könnt damit Zauberkarten negieren, es kriegt Angriffspunkte für die Karte, die ihr in der Hand haltet, und ihr könnt, wenn sie im Kampf oder durch einen Karteneffekt des Gegners stirbt, einen schweigsamen Magier von eurem Deck special. In diesem Fall natürlich idealerweise den hohen, den Level 8er, mit 3.500 Angriffspunkten und dem Effekt, dass er immun ist gegen Zauberkarten. Trotzdem finde ich den hier ein kleines bisschen besser. Wieso könnt ihr den jetzt in Altergeist spielen? Naja, wir haben bei Altergeist im TCG ein großes Problem. Wir haben nach wie vor kein Link-Kuribo und das wird sich für den nächsten Monat auch nicht ändern. Das Starterdeck kommt erst im Juli. Von daher brauchen wir irgendeine Möglichkeit oder könnten zumindest davon profitieren, wenn wir eine Möglichkeit hätten, Melusieg im ersten Zug des Spiels einfach vom Spielfeld auf den Friedhof zu bekommen. Normalerweise macht ihr das mit Link-Kuribo, also ihr beschwört Melusieg, macht eine Link-Beschwörung auf Link-Kuribo und könnt dann mit Melusieg, weil sie auf den Friedhof gelegt wurde, einen Multifaker von eurem Deck suchen. Habt also so eine relativ einfache Möglichkeit, direkt an Multifaker zu kommen. Jetzt, natürlich ist Link-Kuribo eigentlich besser als der schweigsame Magier, denn Link-Kuribo ist ein Extra-Deck-Monster, ist also einfach immer verfügbar. Schweigsamer Magier hat einen Vorteil, dass er ein bisschen mehr Angriffspunkte hat und noch eine Spell negieren kann, was in gewissen Matchups auch ganz nice sein kann. Ihr müsst ihn aber halt zuerst auf der Hand haben, um ihn zu nutzen. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Trotzdem ist er eine sehr, sehr interessante Karte, die den Gegner doch ein bisschen überraschen kann. Also wenn ihr so 3-4 Karten in der Hand habt, hat das Ding doch schon relativ viel Angriffspunkte. Und die Spell Negation kann, wie gesagt, auch ganz nützlich sein, weil man halt dann nicht direkt euer Feld nuken kann mit einem Raigeki oder einem Twin Twist auf eure Backrow abfeuern kann, sondern halt erstmal was machen muss, damit der hier nicht dazwischen funkt. Also eine durchaus interessante Karte fürs Altergeist-Deck. Das aber die Tech-Karte ist, ich würde sie persönlich nicht mehr als einmal spielen. Ich habe sie momentan einmal in meinem Deck drin und bin damit bisher eigentlich ganz zufrieden. Sie bleibt leider nicht ganz so lange auf dem Spielfeld, weil sie halt eben nur eine Spell negieren kann und weil sie halt je nach Handkarten doch recht schnell überrannt werden kann. Was ein kleines Problem ist im Altergeist-Deck, denn wie wir wissen, spielen wir sehr, sehr viele Fallenkarten, setzen also relativ viel von unserer Hand direkt aufs Spielfeld, was wir dann halt eben nicht mehr in der Hand haben und das Monster wird dann relativ schnell relativ schwach. Trotzdem ist eine interessante Karte. Wenn ihr weitere Decks kennt, in denen ihr sie spielen könntet oder sie vielleicht sogar spielt, schreibt mir das in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Das war es aber auch schon von der Karte der Woche. Ich freue mich darauf, von euch zu hören, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, das würde mich sehr, sehr freuen. Lasst ein Abo da, verpasst nicht die Glocke, die ihr anklicken könnt, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online geht. Denn YouTube verarscht uns in letzter Zeit ja gerne ein bisschen und so seid ihr definitiv auf dem Laufenden. Wenn ihr lieber auf Discord vorbeischauen wollt, Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung und auch da werdet ihr zu neuen Videos sehr, sehr zuverlässig informiert und könnt euch mit der Community austauschen. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch ganz einen schönen Mittwoch. Morgen gibt's dann endlich das Opening zu dem neuen Dark Saviors Booster. Ich freue mich schon riesig drauf. Ihr hoffentlich auch. Bis dahin, schönen Abend und ciao, Leute.